Moin Moin und willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Mist. Und beim letzten Mal haben wir ja die gesamte Insel mal erkundet. Ich hoffe, es war die gesamte Insel. Und diesmal müssen wir uns mal ans Eingemachte machen und so ein paar Rätsel lösen. Also, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, waren ja auf jeden Fall genau diese die verschiedenen Daten bzw. die verschiedenen Datumssachen, die wir gefunden haben. Hier reingeht, konnten wir das ja hier eingeben. Das haben wir auch gemacht. Und jetzt will ich mal gucken, ob es noch andere Sachen gibt. Mal hier runtergehen, Junge. Was wir auch rausgefunden haben, kann ich kurz laufen hier. Was ich auch rausgefunden habe, ist natürlich, dass hier immer die Sachen verschwinden. Ich kann da reingehen. Und er zeigt mir die auch verschieden an. Aber wie man sieht, verschwinden die einzelnen Objekte, wenn man den Schalter drückt. Mal kurz gucken. Den Schalter hier habe ich leider noch nicht gefunden. Aber wir können mal die anderen Schalter. Ich muss mal gucken. Also, wenn ich die hoch mache, dann erscheinen die wieder hier. Das habe ich beim letzten Mal gesehen. Genau. Ich werde jetzt nochmal alle hoch machen. Weil ich irgendwie... Ich mache die jetzt alle hoch. Also zwei sind das. Ich weiß nicht, wie viele Schalter es gibt. Zwei habe ich jetzt gefunden. Hier unten ist auch noch einer. Okay. Drei... Zählen die mal durch. Wir haben drei Schalter. Vier. Vier Schalter. Vier Schalter. Vier Schalter. Vier Schalter. Dann gehen wir. Hier hinten ist auch noch ein Schalter. Bei dem da hinten. Bei dieser komischen Rakete. Dann wäre das der. Dann wäre das der fünfte Schalter. Und ich sag mal fünf Schalter. Und ich glaube, da hinten bei den kleinen Häuschen und bei dem anderen Häuschen, bei dieser Hütte, sind auch nochmal Schalter. Also 5 haben wir jetzt. Dann haben wir hier Nummer 6. Und hier war Nummer 7. So, und jetzt, wenn ich jetzt da reinrenne, in das Haus, dann sind alle Objekte zu sehen. Genau. Und jetzt kann ich auch dran drehen, ne? Er zeigt immer verschiedene Sachen. Weiß ich nicht, warum er darauf zeigt, ist immer die Frage. Jetzt zeigt das Ding oben auf dieses, auf diese Sachen da draußen. Diese komischen, da unten, da hinten, diese komischen Zahnräder da. Und das ist das Ding da oben, was wahrscheinlich drauf zeigt. Das ist das auf jeden Fall, was sich bewegt. Das ist mir aufgefallen. Was liegt hier denn? Hier ist ein Zettel. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Catherine, ich habe eine äußerst wichtige Nachricht für dich in unserer Vorkammer neben dem Dock hinterlassen. Gib die Anzahl der Schalter auf dieser Insel in den Projektor ein, um die Nachricht aufzurufen. Meint er diese Schalter hier? Dann habe ich 7, aber es sind ja eigentlich 8. Wir geben einfach mal 8 ein. Und er meint ja wahrscheinlich, die Vorratskammer wird da wahrscheinlich das Ding hier unten sein, wo wir als erstes reingelaufen sind, ne? Kann das sein? Da. Auf. Wenn das die Vorratskammer ist, ich weiß es nicht, aber ich kann es gut vorstellen. Nee, das ist hier nicht, das ist... Ganz anders. Hier ist ein Schalter. Noch. Das ist wahrscheinlich noch ein Schalter. Hm. Okay. Gut, also wir sollen irgendwo die Schalter eingeben. Wo kann das denn sein? Vorratskammer hat sie gesagt. Welche Vorratskammer ist denn gemeint? Wo können wir etwas eingeben? Eine bestimmte Zahl? Hier nicht. Da waren... Da war das mit dem Datum. Hier hinten war das mit der Stromverteilung. Hm, dann gibt es ja noch diese beiden Hütten hier hinten. Dann ist das hier vielleicht die Vorratskammer? Gehen wir da mal rein. Obwohl, ich glaube fast auch nicht. Nee, hier ist das mit dem, mit der Stromzufuhr. Das wird ja wohl verkehrt sein. Vielleicht hier bei der Hütte? Ist das die Vorratskammer? Guck mal. Oh, warte mal. Ist das gemeint hier? Kann ja sein. Da müssen wir natürlich... Dann geben wir hier jetzt mal 7 ein. Wir haben ja 7 gezählt. Bei 8 vielleicht?
Ne. Okay. Das ist dann verkehrt. Gut. Dann haben wir ja noch hier. Das sind die Schalter. Da müssen wir doch nochmal hier durchgehen. Wir sind doch hier. Gehen wir hier rein. Wir sind durch da. Vielleicht hier eingeben. Da oben wir zur Bibliothek gehen. Also steht ja Vorratskammer. Was denn für eine Vorratskammer? Hm. Turm. Ach komm, mach doch auf die Tür. Ja. Hä? Steht hier was anderes. Das ist ja nicht das, was da vorher stand. 240221. Ich mach doch mal ein Foto. Klack. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und wenn ich jetzt hier oben dann auch was anderes zu sehen, wenn ich hochgehe? Also ich kann da nichts anderes entdecken, außer... Doch, ach! Jetzt kann ich... Jetzt, das Ding dreht sich immer auf das, was ich... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, das Ding dreht sich immer. Und dann kann ich mir die Sichten angucken von da. Das heißt, es gibt bestimmte Positionen, bestimmte Sichten, die ich sehen kann. Und dann wird sich das hier wahrscheinlich auch ändern, ne? Okay, 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 okay. Das macht ja schon mehr Sinn. Oh, da müssen wir aber ganz schön oft hier irgendwo anders hin, glaube ich. Mach Mist. So. Okay, also... Gut. Hat sich geändert. Aber wo kann ich jetzt einen anderen Kram eingeben, ist die Frage. Wovon die geredet hat. Ich muss gleich mal kurz den Zettel angucken. So, hier können wir jetzt zumachen, ne? Komm. Ist auch ein bisschen tricky hier. Ja, mit der Maus einfacher. Oh, vielleicht kann ich die Maus einstellen hier. Werde ich mal testen. Okay, müssen wir wahrscheinlich hier zumachen. So. Was sind das eigentlich? Kann ich die Stufen hier hochgehen? Nee, ah, das sind Bücher. Warte mal. Ich habe diese Zeit ein Channelwood genannt. Diese Welt ist etwas anderes. Obwohl ich sie genauso war, wie ich sie mir vorgestellt hatte, war ich trotzdem verblüfft, als ich sah, mit eigenen Augen sah. Soweit ich sehen kann, ist dieses Zeitalter von Wasser bedeckt. Die einzige Ausnahme ist eine kleine felsige Insel. Sonst gibt es nur Bäume, die direkt aus dem Wasser herauswachsen. Ein Unzahl dünner, hölzerner... Warte mal, eigentlich wollte ich lesen. Warte mal, ich wollte nicht rausgehen. Ich wollte gucken. Ich bin gespannt, was ich über dieses Land und seine Einwohner herausfinden kann, aber es ist schon spät und ich muss mich ausruhen. Am Morgen weckten mich seltsame Geräusche, die nahe von einem Stege in der Nähe meines Schlafplatzes kamen. Ich sah eine Gruppe affenähnlicher Wesen, die auf mich zukamen. Sie hatten mich noch nicht entdeckt. Ihre Anwesenheit strahlte keine Bedrohung für mich aus. Ich hätte jedoch nie mit dieser Reaktion auf meinen Anblick gerechnet. Okay, es gibt noch mehr Bücher hier. Emmett war der Erste, der auf The Rocks lebte. Er nannte sie The Rocks, weil es das war, was sie waren. Eine Reihe spitzer Steine, die mitten in einem großen Wasser zusammenstanden. Dort lebte Emmett und er mochte sein Leben. Da es nicht sehr weit war, schwamm Emmett manchmal zu den Felsen in der Nähe. Eines Tages erschien eine andere Person auf The Rock. Einen Grund dafür konnte Emmett nicht erkennen. Emmett gab dieser neuen Person den Namen Branch. Emmett und Branch freundeten sich schnell an. Gemeinsam schwammen sie oder jagten nach Fischen. Emmett zeigte Branch die einfache Höhle, in der er auf dem größten Felsen lebte. Schon bald entdeckte Branch einen Ort, an dem er leben wollte und auf dem größten Felsen. Auch auf dem größten Felsen. In ihrer Welt hat die Sonne immer schon hell geschienen und das Wasser war immer glasklar. So konnten sie fast bis zum Grunde des tiefen Ozeans gucken, der sie umgab. Obwohl die Sonne stets schien, war es nie zu heiß für die Jungs. Warte mal, da haben wir noch mehr Bücher. Was ist das hier? Es ist schon länger her, dass ich nur die Stille umgeben war. Diese Welt ist wunderschön. Ich lese mal ganz kurz durch. Und ich glaube, es gefällt mir sehr. Allerdings fühle ich mich aus unbekannten Gründen nicht willkommen in dieser neuen Welt. Aber wie könnte ich mich in einem Zeitalter ohne Bewohner willkommen sein? Das bilde ich mir selbstverständlich nur ein. Diese Welt ist wunderschön, aber ich glaube nicht, dass ich jemals in ein Tagebuch geschrieben habe, dass ein Zeitalter, das ich besucht habe, widerwärtig oder eklig ist. Von dem Grashügel aus, auf dem ich stehe, sehe ich grüne Felder und ein paar vereinzelte Wälder. In der Ferne glänzt ein ziemlich großer See. Er ist weit weg, aber ich erkenne sein blaues Wasser deutlich. Die Luft ist klar und am Himmel hängt nur vereinzelt weiße Wolken. Diese Welt ist atemberaubend und trotzdem überkommt mich erneut dieses seltsame Gefühl. Vielleicht ist es die heiße Brise, die weiter aus dem Norden weht. Sie ist heißer, als ich es mir je vorstellen könnte.
Fast als würde sie meine Haut versengen, wenn sie aufzieht. Bevor ich in diesen Zeit angekommen bin, war ich überzeugt, dass es eine Reise in eine Welt wäre, die sich stark von meinem vorigen Abenteuer unterscheiden würde. Und das war sie auch. Der Himmel ist hier dunkel und grau und Blitze erleuchten im Horizont, ohne verschnaufen zu müssen. Ich bin einem sehr alten Mann mit langem Bart und weißen Haaren begegnet. Er ist sehr schwach und kann sich kaum bewegen. Der Mann hat eindeutig schon vieles in dieser seltsamen Welt erlebt und ich konnte viel von ihm lernen. Er erzählt mir etwas Interessantes über die Geschichte dieser Welt. Vor Jahren, sagte er, gab es eine wunderschöne Stadt, die aus dem Wasser aufgestiegen ist. Viele Menschen lebten in ihr und sie hatten alles, was sie begehrten. Die Stadt war von drei Hügeln umgeben, die höher als die Stadt waren. Auf dem östlichen Hügel gab es einen großen Aussichtsposten. Die Menschen der Stadt hatten ihn gebaut, weil sie dachten, dass Besucher aus dem Osten kommen würden. Die Menschen wussten nicht, wie man das Wasser überquerte. Deswegen konnten sie auf Freund oder Feind nur warten. Okay? Hä? Ich kann hier aber auch nichts machen oder so. Ah, ich kann blättern, okay. Ah, okay. Das haben wir schon mal gesehen. Und zwar. Machen wir kurz ein Foto davon. Und zwar haben wir das. Wo haben wir das gesehen? Das verschiedene. Auch hier in dieser. Auch hier direkt hier nebenan gleich. Machen wir alle Bilder. Ich weiß nicht, welche ich brauche davon. Ich mache jetzt von allen Fotos. 7, 8. 9, 10. Alter Schwede. 11, 12. Wow. 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oh Gott. Das sind, ah, ich glaube, da können wir ja beibleiben. Ja, es gibt, okay, es gibt, das bringt uns nicht so viel weiter. Wir brauchen, glaube ich, eine richtige Kondition für, warte mal. Okay, wir geben, oh, warte mal, das kann ich mir jetzt durchlesen, warte mal. Heute habe ich die restlichen Überleben kennengelernt und mit der Umsetzung meines Plans begonnen. Strom, Neigungsschienen. Schienen. Okay, man kann hier auf jeden Fall einiges an Informationen bekommen. Wir gehen nochmal kurz. Wir gehen nochmal kurz weiter. Guck mal das Buch. Hitze sammeln. Okay, das geht über das. Es hat was mit dem Raumschiff zu tun. Hier ist was mit Klaviertasten. Das sind ja alles Sachen, die wir auf jeden Fall nochmal machen müssen wahrscheinlich. Aber wir gucken mal weiter hier. Das ist Schiff. Unterwasserlampe. Leuchtturm. Stone Ship Zeitalter. Sternbilder. Warte mal, Sternbilder hatten wir doch auch schon gesehen. Pass mal auf. Also, wir machen mal hier Sternbilder. Das ist ein Anker. Hier haben wir. Hier haben wir eine Schlange und ein Auge. Hier haben wir einen Käfer und ein Kreuz. Ein Pfeil und ein Vogel. Und ein Blatt. Warte mal, die habe ich doch auch schon gesehen. Ich muss kurz hier rüber, nochmal reingehen. Was finden wir hier drin? Okay, hier. Zukünftige Brücke. Okay, aber jetzt habe ich was entdeckt. Und zwar, wenn wir rausgehen. Hier drauf habe ich die auch entdeckt. Da ist der Vogel. Okay, dann müssen wir hier rein und uns die Sternbilder nochmal anschauen genauer. Kann ich auch hier die Tür machen, die Tür? Oh. Okay. Ah, guck mal, hier ist das eine Sternbild. Wir gucken mal kurz drauf. Ich habe die noch alle hier auf meiner Markierung. Wir gehen nochmal kurz drauf, die Sternbilder. Und zwar ist das Oktober, ne? Gut. Das ist das Stempel. Das habe ich hier noch stehen. Ich habe auch noch Januar, was wir eingeben konnten. Ihr wisst ja, beim letzten Mal haben wir die Daten hier eingegeben. Und ich habe hier auch noch den November mit dem Sternbild. Jetzt bräuchte ich doch eigentlich nur die Sternbilder vergleichen mit denen von, was wir gerade gesehen haben. Also das ist Oktober. Ich vergleiche es mit Oktober. Kurz gucken. Oktober ist tatsächlich das Blatt. Also Oktober ist das Blatt, das schreiben wir uns auf. Das Blatt. Und dann haben wir November. November sieht so aus. Wollen wir kurz gucken. November. November ist die Schlange. Also Blatt und Schlange. Und wir haben den Januar.
Nee, warte mal. Oktober haben wir da. Dann haben wir noch das Blatt. Also Blatt. Schlange. Nee, ich benutze das doch. Ist das richtig? Blatt, Schlange und. Gut. Blatt, Schlange. Oder müssen wir den anderen gucken? Blatt, Schlange und. Ich würde sagen Blatt, Schlange und Vogel. So sieht es zumindest danach aus. Blatt, Schlange und Vogel. Blatt, Schlange und Vogel. Ich muss noch einmal, warte mal, ich muss noch einmal hier ein Datum einstellen. Und zwar, Januar haben wir, Oktober haben wir da drin. Ich muss noch mal das Datum vom November einstellen. Weil ich glaube, das ist das, was wir brauchen. So, wir gehen mal kurz rein. Wir stellen mal ganz kurz den November ein. Also, wir können auch direkt hier unten anfangen, ist echt egal. Da müssen wir auf jeden Fall 18 haben. 18. Und das ist 58. Huch, 58. Gut, ein höher. Und das Jahr ist 9791. 9000. Nein. 7. Nochmal 9. Und dann eine 1. Ne? Genau. Und dann ist es der 23. November. Okay. 23. November. Einstein. Hä? Okay, das sieht so aus. Ich muss es kurz mal vergleichen mit dem, was wir gerade fotografiert haben. Und zwar. Wir hatten gesagt, das war Blattschlange. Und der letzte ist. Blatt, Schlange und. Also Blatt haben wir. Tatsächlich kann ich es nicht erkennen hier. Also die Schlange haben wir auf jeden Fall. Das richtige Datum eingegeben haben. Nochmal ganz kurz. November 23, 9791. Ah, guck mal hier, das war verkehrt. 1857 ist das. Habe mich gerade schon gewundert. Das Sternbild kann ich mich nicht finden. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn es nicht so wäre. So, nein, nein, nein. 18. Und dann ist das 57. So, noch einmal. Okay, das Sternbild sieht schon nach was ganz anderem aus. Also wir hatten Blatt, Schlange und Käfer. Blatt, Schlange und Käfer haben wir. Blatt, Schlange und Käfer. Jetzt fragt ihr euch, was will er denn damit? Die ganzen Blatt, Schlange und Käfer haben wir tatsächlich hier draußen. Blatt, Schlange und Käfer. Und zwar in diesen Dingern drin. Guck mal, Blatt, Schlange und Käfer. Also den machen wir aus. Den auch. Das Blatt lassen wir an. Weiß nicht, was ist denn hier drauf? Kann auch aus. Was ist hier drauf? Auch aus. Blatt, das ist der Käfer. Schlange. Und das Auge ist auch aus. Da kommt das Schiff hoch. Tatsächlich. Witzig. Okay, können wir mit dem Schiff was anfangen? Nö. Das ist das Schiff oben. Wir haben ein Rätsel gelöst, nur so nebenbei. Aber ich kann hier nichts machen mit dem Schiff. Ne? Hat da irgendwie eine kleine Vorrichtung, dass man irgendwo rein kann? Oder vielleicht muss man irgendwas reinstecken in das Schiff. Oder vielleicht muss man jetzt das Pfeilteil darauf halten. Hier das Ding. Also. Kann ich den jetzt nicht da in die andere Richtung? Da vielleicht hin? So. Aber dann bleibt nicht stehen so. Hat das gemacht? Ja. War das Boot da unten? Ach, das Schiff ist auch hochgekommen. Mann, ey. Lass uns mal da runtergehen. Okay. Kann man nichts machen. Da ist eine Tür. Kann man eine Tür rein? Tatsächlich. Liegt ein Buch. Okay.
Okay. Oh, Alter, ist das klein. Kann man hier ranzoomen ein bisschen? Was zeigt der denn da? Was macht er denn da jetzt? Zeig mir die ganze Insel einmal. Und nochmal. Blättern kann ich nicht. Ist da so eine Tür dran noch? Nee. Aber das kann ja nicht alles gewesen sein, oder? Ich konnte da reinklicken gerade. Okay. Das konnte ich vorher nicht. Also. Beziehungsweise. Dachte ich jetzt nicht. Kann ich das bei den anderen beiden Büchern auch? Wir haben noch ein rotes und blaues Buch oben. Können wir da auch reinklicken? Hatte ich gar nicht probiert. Jetzt bin ich wahrscheinlich in irgendwie. Ich bin jetzt in einer anderen Epoche. Oder? Okay, jetzt sind wir hier. Wo geht's hier denn hin? Da ist nur Wasser. Da können wir nicht rein. Hochgehen. Das ist natürlich, wenn es natürlich so ist mit den, dass man mit den Zeiten da hin und her. Okay, weiß ich jetzt nicht. Da können wir noch nichts mit anfangen wahrscheinlich. Weil wir irgendwie. Da brauchen wir, glaube ich, noch irgendwie mehr Informationen zu, was damit passiert. So runterfallen kann ich anscheinend nicht. Das ist schon mal gut. Da liegt was. Da liegt da nichts. Nee, das ist nur von draußen, das schimmert, ne? Ducken kann ich mich ja nicht. Das sieht ja ganz anders aus, aber das geht anscheinend nicht. Okay. Hier können wir auch noch runtergehen. Ja. Lass mal hier links gehen. Was ist das? Achso, warte mal. Warum ist die Steuerung gewöhnt hier? Passiert aber nichts, okay. Passiert noch nichts. Wo geht's hier hin? Nee, jetzt mach ich hoch. Wo runtergehen, oder? Kann ich nicht. Ach, weil die Steine die Treppe blockieren, okay. Das heißt, wir brauchen hierfür was. Haben wir aber auch nicht. Aber man kann hier auch runtergehen. Dann gehen wir mal runter. Hm. Kiste. Und du? Das Wasser haben wir rausgelassen. Das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Aufhauen können wir die Kiste aber nicht. Na gut. Hier geht's auch nicht weiter. Hm. Tauchen können wir ja nicht, also da rein können wir auch nicht. Hier gab es jetzt aber auch nichts anderes, ne? Wie kommt man denn wieder woanders hin jetzt? Ich weiß ja nicht, was das Ding macht, das Spiel. Hm.
Wieso kann ich denn jetzt... Ach Quatsch, das Ding senkt den Wasserpegel? Weil gerade eben konnte ich auch hier nicht rein. Okay. Aha. Hier ist eine Knopfleiste. Passiert aber nichts. Das sieht ja aus, ob der irgendwie Strom braucht, damit das Ganze hier funktioniert. Haben wir Strom? Haben wir natürlich nicht. Ich kann drücken, es wird gar nichts. Ist leider auch nichts. Okay. Andere Wege? Nee. Aber wenn wir das gedrückt haben, macht er dann auch noch andere Wege frei? Pass mal auf, hier können wir ja auch nicht durch anscheinend, wegen Wasser. Aber wenn wir den jetzt in die Mitte setzen mal, machen wir mal. Jetzt gerade wieder Wasser drin. Und hier ist jetzt frei. Okay, okay. Gut zu wissen. Gehen wir hier weiter runter. Oh Gott. Das geht ganz schön weit runter. Aber hier ist schon wieder so ein Schalter. So. Na, das nenne ich ja mal Luxus hier. Kann ich die nehmen? Ne, kann ich nicht. Okay. Man kann es nur sehen, aber es, man kann es nicht nehmen, okay. Vielleicht gibt es hier auch eine wehre Kombination. Wenn man irgendwie Türen auf eine bestimmte Art aufmachen muss. Ich glaube nicht. Aber hier sind auch welche. Das ist eine rote Seite. Die nehme ich mal mit. Wenn ich darauf drücke, ist ein grünen kleinen Knopf. Okay. Kann hier nichts nehmen. Tatsächlich nicht, das ist ja ehrlich. Okay. Um sie aufzudrehen? Ja. Okay, muss, da muss wahrscheinlich auf irgendwas Bestimmtes hinweisen. Aber auf was? Gibt es hier irgendwas, wo wir sehen können, ob es einen Hinweis geben könnte? Welches Land? Ich glaube nicht, ne? Kann ich sie daran erkennen? Auch nicht. Okay, warte mal, gucken wir uns das Ding an. Aber woran? Ich erkenne da gar nichts. Das ist ein Riesenland. Kommt das auch hier hin? Ganz anders aus. Also es ist schon echt mal kompliziert hier.
Das Spiel wird nicht das nächste Mal mit der Maus gespielt. Ich werde die Maus anschließen und die Maus nutzen dafür, weil mir tue ich mir echt keinen Gefallen. Nee. Hab ich so ein. Ich guck gerade, ob ich hier so ein Menü habe. Was habe ich vielleicht? Das ist doch verrückt. Muss doch hier irgendwie einen Sinn ergeben. Nun gut, wir hatten ja noch eine Option. Gucken wir das nochmal. Ich weiß hier gerade nicht, was ich machen soll. Wir hatten ja noch die Option, dass wir das Ding auch nochmal ganz rechts machen können, oder? Was dann genau passiert, weiß ich nicht. Pumpt er ja Wasser irgendwo anders hin? Lass mal gucken, pass mal auf. Also hier ist Wasser voll. Hier ist Wasser voll. Also müssen wir hier. Können wir jetzt hier hin und irgendwas machen? Nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das Wasser hier auch hochpumpen kann. Wenn man. Gab es noch eine Stelle, wo wir hin konnten? Hier. Da war noch nicht drin. Okay, hier. Da war noch nicht drin. Okay, dann müssen wir nochmal gucken, was wir was jetzt hier umgestellt bekommen. Also was er da jetzt frei macht. So. Nein. Okay, jetzt hat er vielleicht ja das Wasser da weggepumpt. Mal schauen. Tatsächlich. Gehen wir hier mal runter. Okay. Das ist echt. Also ganz schön rätsellastig hier. Okay. Das ist, man sieht mal ganz anders aus hier. Sieht ein bisschen amerikanisch aus, das Ganze. Würde man sagen. Ich bin natürlich kein Experte, aber. Okay, hier kann man wieder drücken. Totenkopf. Eine Rose. Ein Totenkopf und eine Rose. Sagt mir gar nichts. Hier ist eine Weltkarte drauf. Oh, warte mal. Das ist natürlich wie ein gefundenes Fressen für uns. Eine Weltkarte drauf und das ist vielleicht die eine Seite. Und hier ist die Weltkarte auf der anderen Seite drauf. Das ist nicht unbedingt cool aussehen, muss ich sagen. Aber es könnte natürlich das mit den beiden Globus, mit den Globus zu tun haben. Hier sieht es aus, ob man irgendwo reingehen kann, wenn man einen Teppich davor steht, oder? Oh, ach, Quatsch. Und zwei. Habe ich vorher nicht gesehen. Wie sind wir ein? Okay. Oh, warte mal. Müssen wir beides fotografieren, glaube ich. So, einmal die Seite hier. Klack. Und das Ding auch nochmal mitnehmen. Klack. So, jetzt mal gucken. Also, die machen wir zurück. Noch ein Zettel. Die Schatzkammer sich auf Lakrolustig einfach lokalisieren. Auf der Insel schalte, so stehe. Ich ärgere mich, dass ich nichts lesen kann. Also drei Schubladen hier, sehe ich gerade. Okay. Okay. Machen wir auch zu. Dann nehme ich auch nochmal ein Bild. Okay, sicher. Okay, auch zu. Auch zu. Gut, die können uns natürlich weiterhelfen, die Karten. Denke ich mal. Das hätte auch noch eins zu bedeuten, wirklich was. Okay, nehmen wir die Karten mal mit und gucken, vergleichen das mal mit dem Globus.
dem anderen, in der anderen, in dem anderen Raum. Wohin muss ich denn mal kurz hier hoch? Das war nur das, nee, das war nur das Teil, okay. Gut. Dann lassen wir zurückgehen. Dann müssen wir mal die umstellen hier. Muss denn hier rum sein, ne? Oh, komm schon. So. War das der richtige Weg jetzt? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Nee, das war der verkehrte. Das ist der verkehrte? Das ist dieser... Der verkehrte, ne? Oh. Ja, das ist der verkehrte. Okay, dann müssen wir den anderen nehmen. Hm. Ja, gerade in der Mitte. So. Nein, ach, das, die Steuerung ist wirklich blöd. So, jetzt wieder zurück. Warum nicht? Dann lass der in der Mitte doch. Okay. Ja, klar. Ist ja auch klar, dass er in der Mitte war. Denn die beiden Seiten befinden sich ja, also befinden sich ja beide auf der gleichen Seite. Okay. Bloß ein langer Weg, ne? Ellenlang. Vor allem wieder, wie schnell sich das abpumpt, das ist schon fantastisch. So. Jetzt wollen wir die Welten vergleichen hier, die wir jetzt auf diesem Handy fotografiert haben. Hier auf dieses Kartenabstück Stück finde ich nicht. Das hier vielleicht. Nein, auch das ist nicht vorhanden. Jenes hier. Das ist wirklich schwierig. Nur hier hin. Was habe ich doch gerade eben gesehen? Testen wir mal. Wow. Nee, das ist glaube ich auch irgendwie nicht, ist nicht der richtige Weg gerade, glaube ich. Ich musste ihn nochmal richtig abfotografieren und dann wahrscheinlich unter dem Licht von diesem, ich glaube, wenn ich es rot habe, habe ich wahrscheinlich die Karten nur von dem hier. Und wenn ich das, so, jetzt hängen wir, müssen noch kurz rüber gehen auf der anderen Seite. Weil sonst bin ich gerade auf dem Schlauch oder beziehungsweise stehe auf dem Schlauch. Aber dann müsste es doch hier runtergehen können, genau. Das ist, muss ja, das ist wahrscheinlich ein Durchgangszimmer nachher. Die beiden Zimmer liegen doch wahrscheinlich genau nebeneinander oder so. Also ich weiß es nicht, ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Es leuchtet jetzt ja rot, diese Rose. Wird nicht so deuten, ne? So, warte mal. Ja, alle schon ähnlich aus. Okay. Sieht schon danach aus, ne? Also, kann ich anders sagen. Also nichts, das noch bewegen kann, oder? Also. Diesen Zettel auch nicht lesen, das nervt mich am meisten. Dass der jetzt so dunkel wird dann, das nervt.
genau das hier bedeutet mit dem Rosa und dem anderen, kann ich auch noch nichts mehr anfangen. Uha. Das Video aber auch nicht zu lang werden lassen. Deswegen machen wir hier eine kurze Pause und starten mit der nächsten Folge. Ja, für euch wahrscheinlich morgen, aber ich werde sie gleich hinten dranhängen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.